Heute ist Tag 6, Dienstag. Wir sind heute in eine neue Behausung umgezogen. Die Story erzähle ich gleich in einem Extra-Video, das ich wohl irgendwie Mischkas Urlaubsthriller-Plot oder so nenne. Ich gucke mal gerade, dass ich nicht in die Sonne filme. Das war gerade ziemlich unintelligent, glaube ich. Ja, wir machen uns gerade auf den Weg, um Hundenspitzen spazieren. Wir sind jetzt seit heute wieder in der Casa Erika. Jetzt drehe ich euch nochmal in die Sonne. Ich guck mal, dass ich hier nicht zu so viel was mit drauf kriege. Ja, Alpha. Das ist Alpha. Der Hund des Hausherrn der Casa Erika. Super cooler Hund. Ich mag ihn echt gern. Und wir gehen jetzt hier durch ein Villenneubaugebiet, was irgendwie schon seit, keine Ahnung, 6, 8 Jahren total verlassen ist. Da ist Spanien echt ein bisschen komisch in Andalusien. Es erinnert eher so ein bisschen an, ich habe keine Ahnung, wie man das nennen soll, Mad Max. Es gibt einen Haufen neu ausgebaute Straßen und jetzt hier eine einigermaßen schöne, aber dennoch sehr steile Steintreppe. Aber einfach keine bebauten Grundstücke da. Naja, soll ich sagen, Status. Ich habe jetzt unsterbliche Gier, das zweite Abenteuer der G7 fast durch. Bin mit dem Zeitplan hoffnungslos hinten dran. Heute Morgen wollen wir noch mal auf den Mercandrillo, Kakrinak und so weiter. Mercadillo, stimmt. Und haben noch mal ein paar Sachen gesucht. Zwischendurch mal den Reg angefunkt. Da war ja auf dem ersten Mercadillo in Neja am Wochenende Lego-Figuren, besonders die von Marvel Avengers, gefunden haben. Da sagte er, oh ja, kann er gebrauchen. Das heißt, nächste Woche Samstag fahren wir da wieder hin und dann besorge ich ihm da welche. Dann hat er endlich mal ein paar neue Lego-Figuren für seine Videos. Ich hoffe, er kann sie gebrauchen. Ja, jetzt drehe ich mich mal hier. Ich schwenke mal die Kamera. Aber eigentlich müsste der Zoom falsch eingestellt sein. Deswegen, naja, egal. Auf jeden Fall, ja, Neubaugebiet. Und es ist quasi eine Steinwüste links und rechts. Handwechsel. Man sieht, das ist mehr so ein bisschen. Hier wird es mal im Boden. Jetzt kannst du echt so ein cooles Endzeit-Lab oder so irgendwas machen. Ich war noch auf keinem Endzeit-Lab, von daher habe ich natürlich von der Materie keine Ahnung. Aber ich finde die Kulisse hier schon ziemlich verrückt und trostlos. Wo war ich? Ah ja, genau. Unsterbliche Gier, jetzt fast durch. Auch wieder ein sehr, sehr cooles Abenteuer. So, ich drehe euch jetzt nochmal zu mir, dass ich weiter in die Kamera quatschen kann. Eigentlich ein sehr, sehr cooles Abenteuer, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist modular aufgebaut. Das heißt, man kann die einzelnen Events. Was ist das? Ja, hier gibt es einen nicht vollendeten Schenkschacht und nebendran eine Ameisenkolonie. Soll nicht langweilig werden. Man kann das Abenteuer, also es ist in Modulen aufgebaut, das heißt, man kann Sachen reinnehmen, weglassen. Unglaublich viele Dörfer in Weiden beschrieben, wie das Dorf aufgebaut ist, was es da Besonderes gibt, wer der Vogt ist, also wer das Sagen hat. Gasthäuser, kennt man ja von der Sache. Puh, kaum ein bisschen berghoch, schon bin ich aus der Puste. Der alte Sesselfurzer. Ja. Ansonsten, worum es in dem Abenteuer geht, kann ich jetzt natürlich nicht verraten. Das müsst ihr euch angucken, wenn wir es in der G7 spielen. Aber damit habe ich den ersten Band Meister der Mond, glaube ich, zu 2/3 durch. Ich hoffe ja mal, wir wollen morgen noch ein bisschen Touritour machen, dass ich da morgen Abend, spätestens übermorgen früh mit fertig werde. Jetzt guckt ihr genau in die Sonne, das ist wahrscheinlich scheiße. Egal. Ja. Aber ich muss mich schon definitiv von meinem Ziel verabschieden. Andere Hand. Von meinem Ziel verabschieden, dass ich die ganze G7 und die ganze Rise of the Rune Lords Kampagne im Urlaub gelesen kriege. Dafür fehlt einfach die Freizeit. Dafür sind wir zu viel unterwegs. Und naja, sind wir mal ehrlich, der erste länger zusammenhängende Urlaub in 5 Jahren, seit es den Kanal gibt oder seit ich meiner Frau verheiratet bin, kann man mal machen. Ja, wie gesagt, wir waren ja am Anfang der Woche bei der Casa Erika zu Besuch. Das gute Bekannte von uns sind der Reinhold.
und seine Frau Erika, deswegen Casa Erika, und mussten aus unserem jetzigen Quartier raus. Wie gesagt, da mache ich gleich noch ein Video dazu. Und sind jetzt eben hier angekommen, haben ordentlich gegessen. Meine Frau ist natürlich sofort in die Bresche gesprungen, hat wieder für 20 Mann gekocht, obwohl wir nur zu dritt waren. Ansonsten fand in der Casa Erika jetzt noch ein Yoga-Kurs statt. Da hat man dann die vegane Köchin vegane Borscht nach oben gebracht. Das war irgendwie russischer Tag. Die Gäste sind, glaube ich, Deutsche, soweit ich das mitbekommen habe. Und ja, haben dann der Besitzer der Casa Erika und meine Frau im gleichen Gesichtsausdruck die Nase gerümpft. Haben gesagt, danke, essen wir später. Und ja, bei uns stand schon Rinderschmorgulasch und Kartoffeln in dem Gulasch auf dem Herd. Haben noch ein bisschen Knoblauchtoast mit selbstgemachter Knoblauchbutter dazu gemacht. Ja, hier wird es wieder wild, mein lieber Mann. Haben uns ordentlich den Bauch vollgeschlagen. Ich bin ja ein echter Fan von diesem Cruzcampo alkoholfreien Bier geworden, denn in Deutschland im alkoholfreien Bier, da steht zwar 0,0 drauf, aber trotzdem, wenn ich zwei trinke, bin ich blau. Auch wenn der Düss mir das immer abspricht, dass da Alkohol drin ist. Da ist Alkohol drin. Ich habe nämlich bei unserem Sommerfest vor 2 Wochen ordentlich zugelangt, habe 4 alkoholfreie Bier getrunken. Mir war etwas schwindelig danach und hatte nächsten Morgen einen Kater. Gut, genug auf dem Weg gesabbelt. Wir sehen uns gleich oben auf dem Turm wieder. Mal ein Gesicht, die wir in die Kamera halten. Wir sehen uns gleich oben auf dem Turm wieder. Da mache ich dann das Mischgas Urlaubsthriller Video. Ei Gude, wir sind jetzt hier auf dem Weg in die Cuevas de Neja, also quasi die Höhlen von Neja. Die sind, haben sich vor 24.000 Jahren gebildet. Da sind wir jetzt gerade im Eingangsbereich. Gibt es so ein cooles Video, was man gezeigt bekommt, was man darf, was man nicht darf. Also keine Steine aus den Höhlen rausbrechen und nicht mit Blitz fotografieren, nichts antatschen, in der Gruppe bleiben, so das Übliche. Und ich bin mal super gespannt. Ich war schon in Deutschland in Tropfsteinhöhlen und aber noch nie in Spanien. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir gehen jetzt hier in die Höhlen rein. Haben einen elektronischen Guide mit dabei. Es ist super dunkel, man sieht, glaube ich, nicht viel. Da sieht man schon so die allerersten Tropfsteingebilde. Ziemlich cthulhuides Aussehen hier. Super cool. Ah, jetzt kommen wir in die erste große Höhle rein. Die ersten richtig großen. Richtig cool. Also diese Höhlen hier, die Cuevas, das sind Tropfsteinhöhlen. Und ja, das ist natürlich ein super geiles Gebilde, wie dieser Salzstein hier, Stalagmiten, Stalaktiten. Ich weiß immer nie genau, welcher ist, von den Decken runterwächst. Aber es ist auf jeden Fall ein super geil cthulhuides Feeling, wie es aussieht. Und es ist halt absolut schön cthulhuid hier. Man könnte direkt mal erwarten, dass hier irgendwo ein um die Ecke. Ja. Natürlich jetzt mit den einzelnen kleinen Lampen ist blöd, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man geht hier mit einer Fackel oder mit einer Öllaterne durch, der Rest ist nicht beleuchtet und sieht halt diese ganzen, das ist nicht so spannend, sieht diese ganzen Gebilde hier, könnte man schon erwarten, dass hinter irgendeiner Säule ein Dagon oder sowas hervorkommt. Das ist schon sehr, sehr cool. Vor allem angenehm kühl. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, wir haben jetzt so einen ersten Raum von den Cuevas hinter uns. Gehen jetzt weiter. Ich bin mal gespannt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Es ist nicht so heiß. Und ja, schauen wir mal. Ist zu cool. Dann so Touri-Gruppen finde ich immer mit alle Sprachen drumherum. Englisch, Russisch, hinter mir, Deutsch irgendwo, Spanisch. Ist überall was dabei. Das schärft mal wieder das Ohr für verschiedene Sprachen. Und natürlich auch verschiedene Dialekte. Gerade im Englischen ist das schön, wenn man immer so einen Schotten durchhört. Ja,
und jetzt gehen wir hier eine enge Treppe runter und gehen wir in den nächsten Raum, gucken wir, was da abgeht. Bis gleich. Wir sind jetzt hier im Bereich, den man den Wasserfallsaal nennt, weil hier so viele Steinformationen sind, die an einen steinischen Wasserfall erinnern. Ich drehe mich mal, nehme mal für euch mit auf, hier oben. Absolut cool, richtig, richtig schön gemacht. Ich gehe jetzt mal an eine Wand ran und nehme es mal genau auf. Ich mache euch noch ein paar Fotos auf jeden Fall mit dazu und hau die mit rein. Moment. Einfach ein wunderschönes Bild. Und na, mit ein bisschen SL-Fantasie kann man da natürlich auch oben zwei Augen erkennen und eine Nase, links und rechts zwei Arme, die hier irgendwie durch ein irgendwas Fluch eingefroren worden sind. Wieder ein Bild reicht, um ein Szenario im Kopf aufzubauen. Das ist der absolute Hammer. Was ich jetzt überlegt, dass hier irgendwo ein großer Alter liegt oder na, vielleicht ein Vampir-Ahn irgendwo eingeschlossen wurde, ewig in Starre stand und langsam von diesen Tropfsteinen eingeschlossen wurde, irgendwann aufwacht und Stein um sich hat, tausende Jahre später, und überhaupt nicht weiß, was los ist. Und dann die ganzen Turi-Dörfer drumherum irgendwie ins Chaos stürzt. Das ist der Hammer, was einen hier einfach für Impressionen durchströmen. So ziemlich alles. Irgendeine Grotte, die irgendwie einen alten Tempel für Demon the Fallen enthält. Einfach schön. Der Guide hat jetzt direkt gesagt, so weitergehen, nicht stehen bleiben. Erinnert mich so ein bisschen an Percy Weasley in Hogwarts. Nicht bummeln. Aber ja, ist einfach unglaublich schön, einfach so lebendige, eingefrorene Zeit zu sehen. Der klassische Spruch, wenn diese Felsen sprechen könnten, alles einfach cool. Ich bin froh, dass meine Kamera so einen guten Restlichtverstärker hat. Das ist einfach super. Allein der Gedanke, dass sich jetzt so ein Ding da oben löst und runterfällt und wir hier Final Destination nachspielen, das ist schon einfach cool. Tja. Was würde eine DSA-Gruppe jetzt hier durchstürmen und jede Ecke durchsuchen nach irgendeinem Räuberversteck? Und hoffen, dass wir irgendwo ein paar Dukaten finden. Was der Guide gerade erzählt hat, dass hier vor 60 Jahren haben wir vier Spanier angefangen, diese Höhlen aufzunehmen oder zu entdecken. Und wir sind hier in einem Geistersaal, wo die Tropfsteingebilde so ein bisschen geisterhaft aussehen. Aber das wäre jetzt nicht der Aufhänger gewesen, sondern dass hier Skelette gefunden wurden von Leuten, die wohl versucht haben, wieder aus den Höhlen rauszukommen, das aber nicht geschafft haben. Und es dann damals Bestrebungen gab von der Regierung, Ausgrabungsprojekte zu machen und natürlich auch dieses in Anführungszeichen Grab dann zu ehren. Also wir sind wieder absolut beim Cthulhu-Plot. Leute, die hier irgendwie versucht haben, Schätze zu verstecken, Schätze zu finden, dann gestorben sind, die Geister hier rumwandeln und den neuen Expeditionsteilnehmern das Leben schwer machen, weil sie selbst nicht rauskamen und entweder mit deren Hilfe rauskommen wollen oder die Expeditionsteilnehmer dazu verfluchen wollen, selbst hier zu bleiben. Ein Plot jagt den anderen hier, das ist der Hammer. Ich zeige euch noch ein bisschen Steinsformen. Alles ziemlich nass hier, aber ist ja klar, solche Tropfsteinhöhlen, wie es der Name schon sagt, entstehen einfach durch Wasser und Kalk. Sogar auf der Treppe hat sich hier schon Tropfstein gebildet. Innerhalb der Jahre. Das ist natürlich auch cool. Wie ein kleiner Wasserfall. Oder wie, Steine als Zapfen. Unglaublich gut. Boah. Jetzt nochmal ein Riesenanblick. Davon mache ich jetzt nochmal Fotos.
Das ist schon mega stark. Bis gleich. Jetzt hier im Hintergrund wieder so ein super geiles Beispiel für eine Formation, die einfach nur die Fantasie anregt. Einfach mehrere von oben nach unten gehende Tropfsteine, die nebeneinander runtergewachsen sind, aber mit ein bisschen Fantasie aussehen wie Gitterstäbe. Also perfekt für ein Gefängnis irgendeines Dämonenfürsten, eines Alten oder sonst irgendwas. Ist auf jeden Fall super geil. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller. Ich nehme euch mal mit, dass ihr so ein bisschen hinten dran seht, wie es aussieht, wenn man hier so eine Treppe runtergeht. Die ziemlich steil ist, muss ich gerade sagen. So, wir sind jetzt so ziemlich am Ende unseres Rundgangs hier. Es war extrem spannend. Wir hatten so einen elektronischen Guide auf dem Ohr, der so ein bisschen was erzählt hat über Skelettfunde und so weiter und so fort. Lebewesen, die hier leben, kleine Grillen, kleine Skorpione. Hammer sind einfach die ganzen Felsformationen, die man sieht, was die an Bildern einem Ideen in den Kopf geben. Da muss ich wieder Hodne und der Mera zitieren. Lebt, träumt, spielt, erzählt Geschichten, denn sie gestalten unser Universum. Hier wurde mein Universum ziemlich reich bereicht. Also von Fingern, Gefängnissen, Drachenköpfen war hier alles dabei. Ein Strom von Geschichten, der hier einem durch den Kopf geht. Und jedes Bild, das man sieht, fällt was Neues ein, das hier könnte mit viel Idee irgendein kleiner Erdgeist sein oder alles, was man hier so sieht. Das ist einfach super. Lässt sich quasi eine Kampagne drin strecken. Von Gefangenen an bis Dämonen, Erdgeister, die Hilfe brauchen, ruhelose Seelen. Einfach nur cool. So, das waren jetzt mal die Höhlen von Jacha. Wir gehen jetzt langsam auf den Ausgang zu, wieder zurück in die heiße Sonne Südspaniens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mal in Jacha seid, schaut euch die mal an. Das ist wirklich, wirklich cool hier. Macht super viel Spaß. Und wir gehen jetzt runter am Strand, denn die Mädels wollen noch ein bisschen in der Sonne braten. Wo sich der Mischka total drauf freut. Der wird sich irgendeinen Kaffee mit Sonnenschirm suchen und wird da die G7 weiterlesen, auf das ich heute das dritte Abenteuer anfange. Ciao.